Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus. Boah, ich möchte auch so ein Eis. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Ja, auf jeden Fall danke dafür. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Perfekt, gut. Dankeschön. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Das stimmt allerdings. Du verdienst, glücklich zu sein. Das finde ich auch. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Wir versuchen es, dich wissen zu lassen, auf jeden Fall. Und seid vorsichtig. Sind wir immer doch. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Ja, gut, okay. Das ist jetzt nicht so schwer zu finden, ne? Gleich spawnt er wieder hinter mir. Oh mein Gott, Aki, danke für dein Raid. Was habt ihr gestreamt? Wie war's? Danke dir. Voll cool. Ja, natürlich auch an alle anderen willkommen im Stream, ne? Alles gut bei euch. Eurotruck Simulator. Was so? Ja, gut, okay, doofe Frage gewesen. wie viel hast du umgefahren? 2, 3, 4? 5 Leute? Autos? Je nachdem. Von wo nach wo seid ihr gefahren? Was für eine Fracht, ich bin neugierig. Kannst du sowas jetzt nicht einfach so schreiben oder das einfach so stehen lassen? Ich bin viel zu neugierig jetzt. Wir müssen Alice ins Warme bringen. In der ganzen Stadt. Ja, Alice ins Warme bringen habe ich auch schon gemacht. Deswegen kann ich jetzt auch ruhig auf den. Kurz irgendwas, wo ich hin muss. Hier hin, zack. Ja, einmal bitte die gute Alice parken. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Wie oft ich diesen Satz jetzt schon gehört habe, ne? Sie wird es überleben. Vielleicht. Man munkelt. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara. Österreich. Okay. Ich muss dir etwas sagen. Gut. Also irgendwas. Du hast irgendwas durch Österreich gekarrt. Hört sich schon gut an. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Ich meine, ist doch cool. Bleib bei Alice. Läuft doch. Wie lange habt ihr jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich heute auch bei dir vorbeigucken, habe ich aber irgendwie auch nicht hingekriegt. So, kann ich mit ihm eigentlich irgendwas anderes machen, außer dass ich jetzt Lucy finde? Ich glaube, es ist. Ja, Lucy. Ja, nee, okay. Obwohl, hier fehlt noch. 2 Sachen fehlen noch. Okay. Dann gucke ich mir die beiden Sachen auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob ich die beiden Sachen finde. Da auf jeden Fall ein bisschen an. 2 bis 3 Stunden. Ja, ist doch cool. Das ist doch cool. Eurotruck Simulator muss ich mir auch irgendwann mal holen, glaube ich. Also ich meine, du würdest bestimmt sagen, ja, mach mal, oder? Also das kann man doch bestimmt empfehlen, oder? Ja, wir sind gerade hier mitten in Detroit Become Human. Ich habe das Spiel jetzt 7-mal, also 7 verschiedene Endings haben wir schon angeguckt und jetzt gehen wir gerade aufs 8. zu, wir sind aber gerade in der Mitte vom Spiel irgendwo, also beziehungsweise letzte Drittel. Nächste Woche Prüfung, bin nervös. Danke Max auch für deinen Raid. Na, wie war's halt, Juveni, mit den anderen beiden? Ja, wie gesagt, muss ich mir dann mal holen, das Game.
Dann kann ich jetzt auch mal zocken. Das ist cool. Was für eine Prüfung hast du nächste Woche? Langweilig? Warum war das denn langweilig? Was habt ihr denn gemacht, was so langweilig war? Englisch, ja, okay, für Englischprüfung bin ich auch immer nervös. Aber was kriegst du schon hin? Ist das eine mündliche oder schriftliche Prüfung? Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee. Wie, ihr habt nichts gemacht? Ihr wart doch auch relativ lange online, oder nicht? Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall. Mündlich. Oh ja, mündliche Englischprüfung. Hatte ich auch eine einzige und boah, ich war auch so unglaublich nervös, ne? Ich habe auch wirklich in dieser Prüfung angefangen so zu stammeln und so, das war nicht so witzig, ey. Aber die war trotzdem gar nicht so schlecht irgendwie. Gut, haben wir jetzt genug uns die Nachrichten angeguckt. Ja, ich erinnere mich an den Borderlands 2 Stream. Der war eine Katastrophe. War das echt so schlimm heute? Weil ich meine, der Borderlands 2 Stream, den einen, den wir hatten, der war ja wirklich. Also. Das war ja nicht gut. Da haben wir dann ja auch abgebrochen. Aber ich muss sagen, krass, wenn das so abläuft. Seit wann ist denn das bei euch so? Ihr wart doch eigentlich immer. Motiviert dabei. Moin, Muff. Na, alles gut bei dir? Ah, guck mal hier, jetzt haben wir Alice entdeckt, aber wir haben hier die anderen beiden immer noch nicht, ne? Unglaublich. Was sind das für andere beiden Dinger hier? Ich hab keine Ahnung. Na, Muff, alles gut bei dir? Wie fandest du Stardew Valley? Was habt ihr gemacht? Schönes oder nicht Schönes oder ganz viel Schönes? Ich weiß es nicht. Max meinte nicht so viel. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen, die frei sein wollen. Freut mich zu hören, bei mir ist aber nicht super. Sein Essen war fertig und da wir so kurz gestreamt haben wollten. Ja, gut, okay. Ah, okay, er war dann einfach weg und ist dann nicht wiedergekommen. Ja, stimmt, das ist ja dann analog zum Borderlands-Stream gewesen. Den Sprengstoff entdecke ich jetzt mal nicht. Ah, ja, doch, ich entdecke den ruhig mal. Ja, das ist sau ärgerlich, das kann ja nicht sein. Also, das war ja bei Borderlands auch schon so eine Sache, ne? Gut, okay, jetzt habe ich den Sprengstoff entdeckt. Was kann ich denn noch entdecken hier? Ich will nicht zu Lucy gehen, es gibt nur irgendwie zwei Sachen, die ich machen kann. Ja, ich kann Nachrichten gucken. Nachrichten will ich aber nicht gucken. Kann ich hier rein? Nö, kann ich mit ihm reden? Nö. Kann ich hier wieder zurück? Aha, okay. Hier will ich auch noch nicht. Bringt das hier irgendwas? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, es bringt auch nichts, wenn ich hier bin. Toll, jetzt habe ich mich gefreut, dass ich was gefunden habe. Und dann ist es nichts. Hier ist auch nichts. Hä, aber was soll ich hier denn noch machen? Ich habe doch alles jetzt gesehen. Das Spiel macht mich schon wieder fertig. Ah, vielleicht das hier noch angucken. Ich habe keine Ahnung. Was soll denn hier noch fehlen? Hier für zwei Sachen. Rupert entdecken brauche ich nicht, weil das ist. Hier fehlen noch zwei. Diese zwei Sachen hier, die machen mich wahnsinnig. Und die habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesucht. Ist egal, gehen wir weiter. Gut, wir haben Lucy gefunden. Ich möchte jetzt nicht halbe Stunde an einer Stelle rumhocken, nur weil ich da was suche. Das ist ja auch blöd. Ja, gut, okay, kann ich verstehen, dass ihr dann jetzt sagt, okay, hören wir auf. Matej spielt Dead Cells. Er scheint wieder da zu sein. Und da bin ich immer noch da im Ablaufdiagramm und dann kann ich da jetzt noch zwei Sachen finden. Nee.
Oder? Nee, ich bin wieder bei einer anderen Storyline. Aber hier sind auch noch zwei Sachen. Das ist, hä? Was passiert denn, wenn ich Markus nicht treffe? Das scheint ja ganz offensichtlich auch noch ein Weg zu sein. Da gehe ich jetzt einfach mal nicht zu ihm. Sie eröffneten das Feuer und holten die russische Armee Feinde. Ja, stimmt, das ist natürlich grausam. Was ist, wenn ich... Wir müssen kämpfen, wir haben keine Wahl. Ich möchte Markus aber jetzt mal nicht finden. Kann ich mit denen reden? Nö, mit denen kann ich nicht reden. Wir gucken uns jetzt einfach mal sehr ausführlich um. Bist du Markus? Nein, okay, ich weiß, dass du nicht Markus bist, aber man kann ja trotzdem mal fragen. Hier ist aber auch nichts, ne? Das ist unser Zeichen, sieht diesmal nicht so toll aus. Ich habe jetzt ja keine Stunde lang Nachrichten zu gucken. Ja, Markus ist da drin. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewalttätig. Finde ich auch gut. Versuchen Sie nicht, ihn selbst zu zerstören. Wer sich für teuer Geld einen Androiden kauft, denkt sich auch so, ja, ach, jetzt habe ich aber genug davon, jetzt mache ich den... Also okay, die sind im Moment nicht so beliebt, aber... Die sollten dann wissen, ja, okay, ach, ja, es ist eine Maschine, die ziemlich stark sein könnte. Das mache ich auf jeden Fall selber. Sie sehen aus wie Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden. Ja, bla bla bla. Ich weiß, dass Markus da ist. Ich sehe ihn ja. Aber ich finde ihn nicht. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen. Ich finde dich nicht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Hier irgendwie noch was oder so. Ja, nö. Ich finde den jetzt nicht. Sehe ich gar nicht ein. Ja, wahrscheinlich ist das so eine Muss-Operation und ich muss ihn finden. Aber was ist denn dann da der andere Weg schon wieder? Das ist doch auch schon wieder nervig. Ist das. Kann Markus vorher sterben? Kann ich ihn vorher irgendwie abnippeln lassen? Ich habe auch keine Ahnung. Ich muss ihn ja finden. Ich habe ja keine andere Wahl, aber ich muss ja eine andere Wahl haben, weil... Hier ist ja Markus nicht treffend. Der muss vorher irgendwann mal sterben können. Und wenn er dann... Aber... Hä? Oh, das macht mich wahnsinnig. Was? Falscher Weg? Okay. Okay, wenn man die Tür öffnet. Ja gut, okay, dann kann man halt sterben wahrscheinlich. Was ist hier denn noch los? Versuchen zu fliehen, Durchgang nicht beinahe. Was passiert denn hier denn? Ach so, aufgeben ist da, okay. Ist hier auch noch ein drittes Ende, was ich auch noch nicht gesehen habe? Nee. Das hier habe ich noch nicht gesehen, aber da sind sie wahrscheinlich auch schon wieder weg. Keine Ahnung, das ist so verwirrend. Diese Mission ist sehr verwirrend aufgebaut. Was sind das denn hier für Enden? Auf wie komme ich denn da hin? Nach Ausgang suchen? Ja gut, okay. Dann suche ich mal nicht nach einem Ausgang. Weil irgendwie muss ich ja auch da hinkommen.
Oh, dieses Spiel, das macht mich so fertig, ne? Es gibt so viele Wege und ich finde die einfach immer nicht. Ich finde dich nicht. Ich hab dich gefunden. Bist du Marcus? Ja, das ist Marcus. Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Aber ich bin jetzt eigentlich, wenn ich da 5 Stunden rumlaufe und nichts passiert. Aber was ist denn das andere Ende dann? Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Es könnte nicht nur sicherer. Im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Aber da muss es ja den anderen Weg auch nicht geben. Danke. Mann. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Ja, da haben wir jetzt auch schon alle 3 gehört. Ich würde sagen, wir machen mal 3. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle ihm mal nichts davon. Muss er ja nicht mal alles wissen. Die Kopf haben sie einfach abgeknallt. Das war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei. So, jetzt gehen wir wieder runter. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen. Jetzt finden wir raus, dass Alice auch ein Android ist. Alice. Was ein Zufall. Ah, ich meine, was eine Überraschung. Oh Gott. Das sehen wir jetzt, glaube ich, auch 5-mal, zum 5. Mal oder so. Also schon richtig, richtig oft auf jeden Fall. Ich liebe dieses Spiel, das ist so gut. Ich kann es mir auch noch 8-mal angucken. Hätte ich kein Problem mit. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Ja. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Das stimmt, so sind die beiden. Ich muss aber sagen, ich mag die Beziehung zwischen den beiden eigentlich schon sehr gerne. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Nein. Da hatten wir eben das 7. Ende, was wir uns angeguckt haben, Cara. Auch sehr rührend gewesen zwischen den beiden. Sie wieder liebt eine Szene. Dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest. Und du die Mutter, die sie brauchte. Wohl wahr. Zu vergessen, wer man ist. Um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens, ja. So, jetzt setzt er sich hin und wir... Warte mal, kann ich jetzt schon was anderes machen? Also kann ich jetzt noch was anderes machen? Oder ist das jetzt hier, ist das jetzt hier linear? Warte mal, nee, ich muss zu Alice gehen, folge das nicht weiter, auf keinen Fall. Okay. Gut, dann...